folgendermaßen. Erstmal ganz klar, wir klopfen auf die Gitarrendecke und erzeugen diesen perkussiven Sound. Wichtig dabei ist, das Ganze passiert mit dem Ringfinger fast immer. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber im Normalfall mit dem Ringfinger. Wichtig ist, dass man auf den Nagel hört. Wenn man ohne Nagel klopft, klingt so, und das ist nicht der Effekt, den man erreichen will. Wenn man rein den Nagel anschlägt, ist zwar der Klang durchaus prägnant und eindringlich, aber es besteht die Gefahr, dass man verrutscht auf der Decke. Das heißt, wichtig wäre es beim Klopfen, dass man den Nagel hört, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es deutlich wird, gleichzeitig stützt man mit der Fingerkuppe ab.